Hier kommt ein Kommentar von dieser Person. Verbessere, deine arme Oma muss sie mit der Hand waschen. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Willkommen zu einem Video, das ich unbedingt machen wollte, da ich einfach die letzten zwei Tage teilweise Lachkrämpfe fast nicht mehr überstanden hätte. Ganz typisch für mich ein Morgen, was heißt morgen, ich stehe meistens erst um 12 auf, beginnt damit, dass ich mein Handy herausnehme und mir WhatsApp, Instagram und natürlich auch meine YouTube-Page ansehe. Im Normalfall komme ich schon dazu, so ziemlich jeden Kommentar zu lesen und mich auch über einige äußerst zu amüsieren. Dieses Mal musste ich wirklich teilweise fast Tränen lachen und habe mir gedacht, warum nicht gemeinsam auf diese Kommentare reagieren und gemeinsam diese Kommentare reviewen und so ein bisschen drüber quatschen. Im Endeffekt quatsche ja eh nur ich und ihr hört zu, aber das werden wir jetzt machen. Freunde, wir diven hinein in die Thematik. Ich habe hier meinen Laptop schon herausgenommen. Wir sehen uns die Kommentare der letzten zwei Videos an. Das heißt, mein letztes Video, als ich mir den 650 Euro Balenciaga Hoodie gekauft habe und das Video mit der Werbekooperation Hofer. Da gab es auch teilweise ganz witzige Kommentare. Wenn man ganz unten anfängt bei den ersten Kommentaren, ist es klar, da gibt es immer so 200 bis 300 Leute, die glauben, sie sind Erster, sind es dann aber irgendwie doch nicht und im Endeffekt weiß niemand mehr, wer Erster war. Somit ergibt sich dann Fünfter, Zweiter, Bester. Danke vielmals an dieser Stelle. Ich hoffe, da war ich gemeint. Also das sind so die ersten Kommentare. Dann gibt es so ein bisschen nice, einmal liken Obama. Okay, ein Like für Obama, Kommi für Trump. Gehört auch so zum Standard dazu, ganz normale Kommentare eigentlich. What the fuck? Eigenwerbungen sind natürlich auch immer mit dabei, warum auch nicht einen fremden Channel besuchen und da einfach mal seinen eigenen Kanal plagen. Why not? Wüsste jetzt nicht, ob das sympathisch oder unsympathisch wäre. Okay Freunde, jetzt kommen wir zu einer Diskussion, die habe ich mega witzig gefunden. Los geht es mit dem Kommentar, trägt ein Nike-Shirt für ein paar hundert Euro und regt sich über einen 600 Euro Pulli auf. Punkt Nummer 1, der Hoodie kostet 650 Euro und ist der teuerste Hoodie, den ich überhaupt habe. Außerdem habe ich mich nicht großartig drüber aufgeregt, sondern über den Preis und im Endeffekt habe ich ihn dann trotzdem gekauft. Übrigens, das Nike-Shirt hat 420 Euro gekostet, ist natürlich auch nicht viel billiger, aber ich habe mir nicht ausgesucht, dass das so viel kostet. Denn der Zoll hat mich, der Dirk, kommentiert und daraufhin baut sich der Lukas ein. Das ist Off-White. Absolut richtig, es ist eine Nike Off-White Kollaboration. Lukas, bist du dumm? Warum nicht? Ja, gleich mal die Frage stellen, bist du dumm, wenn man selber einen Fehler gemacht hat? Okay, es ist beides. Baut sich dann CD's Cow ein, die soll aber in der weiteren Diskussion auch wieder verschwinden, denn Lukas und Dirk gehen jetzt in den Zweikampf. Es ist ein T-Shirt von Off-White mit Nike. Absolut richtig. Somit eigentlich den Dirk zu Recht ausgebessert. Der Dirk, Lukas, eher anders. Bist du komplett behindert? Lukas, eher andersrum. Retail ist 60 gewesen oder sowas, also wenn man sich nicht auskennt, Klappe halten. Der Dirk, das Shirt hat 90 im Retail gekostet und wenn du direkt nach einem Fehler schreibst, wer sich nicht auskennt, soll die Klappe halten, dann bist du dumm oder was? Dann kommt an Q now. Jetzt der Dirk, bist du dumm? Völlig zu Recht die Fragestellung. Es hat vielleicht 60 Retail gekostet, trotzdem ist es ein Nike X Off-White Collabo. Ja, schade, dass er ihn nicht ausgebessert hat. Es hat 90 gekostet im Retail. An QNow habe auch genau das gesagt, aber lesen kannst du nicht. Also der Dirk verteilt dir einfach mal, dürfte ein relativer Grantler sein. Also glaub nicht, dass der besonders glücklich ist in seinem Leben, weil sein Hobby ist einfach mal im Internet austeilen. Wenige von denen, die hier Internet-Balls beweisen, haben auch die Eier, das im wahren Leben der Person zu offenbaren. An QNow, der Dirk. Nike-Shirt. Der Dirk. An QNow ist auch grundsätzlich von Nike. Oder kennst du das Off-White, den Air Force 1 erfunden hat oder Presto? Ah, oder denkst du? Okay, Laserskills on point. Mann, Mann, Mann. Der Dirk, der sich mit Preisen überhaupt nicht auskennt, hängt sich jetzt darauf auf, dass diese eine Person Nike und Off-White nicht in der richtigen Kombination, also in der richtigen Reihenfolge geschrieben hat. Und genau, der Dirk, informier dich bitte, was eine Collabo ist. Das wäre auch meiner Meinung nach die richtige Idee. Jetzt baut sich MUX Craft Legend ein. Junge, das ist bei Balenciaga nur ein Schriftzug für 650 Euro. Also ich glaube, der wollte ein eigenes Kommentar schreiben, hat sich aber hier einfach verklickt. Okay. Heißt es Unknown? Soll das
Unno heißen? Ich weiß nicht. Wie dumm du einfach bist, aber egal, sagt der, der 60 Euro kommentiert hat, aber okay. Jetzt kommt Alex heftig. Schauen wir mal, ob sein Kommentar heftig ist. Der Dirk, Retail war 90, du Schlaumeier. Vielen lieben Dank an Alex, heftig, dein Kommentar war eindeutig heftig, denn du bist der Einzige, der dem Typen jetzt mal richtig auf die Schnauze gegeben hat, im Sinne von, Alter, du bist dumm. Sehr, sehr gut, Grüße gehen raus an dich, Alex. Der Dirk, Alex heftig, das lasst er, glaube ich, nicht mit sich machen. Der Dirk schreibt, hast du eigentlich gelesen, was ich geschrieben habe? Ja, hat er, und er hat dich völlig zu Recht ausgebessert. Der Dirk schenkt nochmal nach. Alex heftig, ich hoffe, du stellst dich Graf nur so dumm, aber wenn nicht, das mein Beileid an deine Fam und Friends. Wenn schon dumm, dann soll man sich auch nicht belehren lassen, oder? Wenn man schon merkt, fuck, man hat vielleicht Scheiße geredet, dann einfach da dranbleiben und weiterhin die Scheiße raushauen und hoffen, dass keiner checkt. Oh mein Gott. Der Dirk, man merkt an deinen Aussagen, dass du null Ahnung von Fashion hast. Du bist vielleicht ein Penner, kannst dir jedes Jahr ein H&M-T-Shirt leisten und jetzt versuchst du noch mit dem Wissen zu prahlen, das du nicht mal hast. Cum ursus lotium bibet, fallatium dat. Okay, wir werden das jetzt einfach mal übersetzen, denn das geht auch über meine Lateinkenntnisse hinaus. Ich hatte zwar mal Latein in der Schule, aber ich war einfach ein absoluter Idiot, habe nichts gelernt, habe mir nichts gemerkt. Aber deswegen gibt's ja Google, oder? Ein paar Sekunden später. Okay, es bedeutet nichts. Egal, Alex, wir haben es probiert. Wir werden jetzt einfach mal ein Auge zudrücken. Wir schauen mal, wie der Dirk reagiert. Alex heftig, spiel weiter Call of Duty oder Minecraft, du Kiddy. Ganz arger Diss von ihm, also man muss schon sagen, der Dirk greift hier in die unterste Schublade, um sich echt jetzt mit harten Waffen zu wehren. Alex heftig kommentiert hier, der Dirk, jetzt kommt der kleine Hurensohn mit seinen Dissen. Dabei spielt er selber COD. Ich bin Pro League Spieler in der R6-Sieger, mein YouTube-Kanal heißt der Miro. Schau vorbei. Oh mein Gott, nicht nur, dass sie sich gegenseitig fetzen, nicht nur, dass er ihn Hurensohn nennt, was eigentlich ganz typisch ist im Internet, also Hurensohn ist so das Erste, was man schreibt. Nein, direkt danach, nach der Hurensohn-Beleidigung kommt, mein YouTube-Kanal heißt der Miro. Schaut doch vorbei. Das ist circa so, als würde ich als Staubsaugervertreter ins Haus eines anderen scheißen und ihm danach noch einen Staubsauger verkaufen wollen. Also wirklich, Applaus an dieser Stelle. Ich weiß eigentlich gar nicht, zu wem ich hier noch halten soll. Es ist einfach so unentschieden. Dummheit auf beiden Seiten. Das ist einfach Meier, meiner Meinung nach, irgendwen als Hurensohn zu bezeichnen. Auch die Aussage, ja, du kannst dir nicht mal ein H&M-T-Shirt leisten, ist auch völlig egal, ob er sich irgendwas Hochpreisiges leisten kann von Gucci oder Balenciaga oder sonst irgendwas, der darf hier trotzdem seine Meinung äußern, auch wenn die Bullshit ist. Man merkt, er kennt sich nicht aus, aber trotzdem, ja, kann er sich auskennen, auch wenn er nichts davon zu Hause hat. Es war irgendwie wie der Kampf KSI gegen Logan Paul. Keiner von beiden hat was drauf, aber sie hauen sich ordentlich in die Fresse und niemand gewinnt. Also circa so habe ich auch diesen Chat empfunden. Aber Freunde, es gibt ja noch weitere Kommentare. Junge, wie bekomme ich so einen geilen Sticker? Yannick What Else 06, du musst einfach nur den neuen Merch von Maximilian bestellen, der bald schon rauskommt. Liebe Freunde, an dieser Stelle einfach mal abchecken, maximilian.eu. Da gibt es noch Kappen und teilweise, wer richtig große Größen hat, könnte sich vielleicht noch was aus der ersten und zweiten Kollektion abstauben. Das heißt, einfach hier maximilian.eu abchecken, erster Link in der Infobox. Ich kaufe mir safe einen Teil, wenn die neue Kollektion rauskommt. Props gehen raus an die Sarina Kupfer, die hat's gecheckt, die dritte Kollektion wird litter denn je, liebe Freunde. Also bleibt auf alle Fälle gespannt, dauert nicht mehr lange. Ich hoffe, es geht sich, ja, es wird sich schon noch rausgehen vor Weihnachten, aber dann heißt es schnell sein. Ich wundere mich, warum mein Stuhl schon so knarzt und kaputt ist. Keine Ahnung, warum eigentlich. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Was ein Tausend schon. Ah, ich weiß wieder warum. Siehst mit dem Pickel aus wie ein Inder. Ja, danke vielmals, liebe Keksface. Ich hoffe, dein Gesicht bleibt immer von Pickeln verschont, weil wir schon bei dem Thema sind. Es hat sich kurz nach Maximilian sein Zwillingsbruder gebildet. Das heißt, wir sind mittlerweile Drillinge. Und wenn das keine guten Nachrichten sind, liebe Freunde, dann weiß ich es auch nicht. Aber sie sind momentan nicht so gut zu sehen. Ich glaube, sie ziehen sich wieder zurück ins Innere, wo es wohlig und warm ist. Gamer Splash, ist das ein Nippel auf deinem Kopf? Absolut richtig, gut erkannt, das ist ein Nippel. Scheinbar brauchst auch du mütterliche Wärme. Ich biete dir hier jetzt die Stirn und du kannst dich an meiner Milch ergötzen. Viel Spaß damit, mit meinem dritten Nippel auf der Stirn. Maximilian, ich will, dass du ihn kraulst währenddessen und ich
mag kein Beißen, ja, nicht zu heftig in meinen Nippel beißen. Ein Kommentar von Shishkröte LOL Amanakoim 1111, 1 Rufezeichen, 1 Rufezeichen, Rufezeichen, 1 Rufezeichen, Rufezeichen. Ich hoffe, dass du einfach jedes Mal, wenn du dich einloggst, wieder von neuem deinen Nutzernamen eingeben musst. Hier kommt ein Kommentar von dieser Person: Verbessere, deine arme Oma muss sie mit der Hand waschen. Ja, nein. Einfach nein. Auch wenn ich in einem Video mal scherzhaft gesagt habe, dass meine Oma ab und an die Wäsche wäscht, habe ich doch immer das absolute Zepter darüber. Denn was viele von euch nicht wissen, ihr habt keine Ahnung, wie viel meine Oma schon an Kleidungsstücken von mir zerstört hat. Mein erstes absolutes Lieblingshemd von Volcom, für das ich damals jeden Cent zusammengespart habe, um mir dieses Shirt um 130 Euro leisten zu können, hat sie einfach nach dem Waschen mit dem Bügeleisen zerstört. Dann gab es ein weiteres Shirt, das irgendwie auf komischen Wege verloren gegangen ist, während sie gewaschen hat, und ein weiteres Shirt, wo unabsichtlich Bleichmittel darauf gekommen ist und es dann so seinen ganz eigenen Washed-Style bekommen hat, aber leider nicht passend. Also die Oma hat schon sehr, sehr viel zerstört, dementsprechend überwache ich das Ganze sehr, sehr gerne. Aber trotzdem, nicer Kommentar kann man ja natürlich nicht wissen. Liebe Freunde, wenn ihr wieder mal ein Video mit der Oma sehen wollt, dann schreibt auf jeden Fall jetzt Hashtag LinziOma in die Kommentare und wir werden sie auf alle Fälle wieder einladen, wenn hier genug Kommentare zusammenkommen, denn auch ich vermisse sie schon sehr. Und ich glaube, wir haben genug von Kommentaren, das zweite Video, der Spritzmer. Schaut euch gerne noch die Kommentare an. Schreibt auch selbst gerne Kommentare dazu. Immer wieder gern lustige auch erwünscht. Ich bedanke mich aber auf alle Fälle auch für die vielen, vielen Support-Kommentare. Da merkt man einfach, wie strong die Maximilian-Arme mittlerweile ist. Und es wird, kleiner Tipp von mir, ab der dritten Kollektion auch Erkennungszeichen geben. Ja, okay, ich verrate einfach schon wieder viel zu viel. Liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns wieder am Freitag. Das war's von mir, euer Maximilian.